In diesem Video stellen wir euch das EasyProxy Bookmarklet vor und zeigen euch, für was ihr es nutzen könnt. Ihr seid zu Hause und sucht online nach einem E-Book oder einem Artikel in einer Datenbank. Ihr seid euch auch ziemlich sicher, dass die Bibliothek das E-Book oder den aufgerufenen Artikel lizenziert hat. Denn das ist die Voraussetzung dafür, dass der Aufruf über das EasyProxy Bookmarklet auch funktioniert. Wenn ihr jetzt versucht, den Volltext abzurufen, zeigt euch die aufgerufene Seite aber nur an, dass ihr für den Artikel oder das E-Book bezahlen müsst, weil ihr euch nicht innerhalb des Campusnetzes befindet. Zur Lösung dieses Problems kommt nun das EasyProxy Bookmarklet ins Spiel. Das EasyProxy Bookmarklet lädt einfach die Seite mit dem Artikel oder dem E-Book neu und ihr könnt darauf zugreifen, so als wenn ihr euch innerhalb des Campusnetzes befindet. Um das EasyProxy Bookmarklet in eurem Browser zu installieren, geht zunächst auf die Webseite der UB. Wählt dann unter den direkten Links den Link zu Alle direkten Links und klickt dann auf Login E-Medien in Klammern EasyProxy. Klickt dann weiter unten auf Weitere Informationen zu EasyProxy. Hier findet ihr alle Informationen noch einmal im Detail. Wenn ihr etwas runterscrollt, seht ihr den blauen Button Load via EasyProxy. Zieht diesen Button nun in eure Lesezeichenleiste im Browser. Das war's. Solltet ihr die Lesezeichenleiste nicht so wie hier abgebildet sehen, googelt einfach nach eurem Browsernamen und den Stichwörtern Lesezeichenleiste einblenden für eine entsprechende Anleitung. Wenn ihr jetzt bei eurer Recherche auf einen Artikel oder ein E-Book stoßt, das die UB lizenziert haben könnte, klickt nun einfach auf den Bookmarklet-Link in eurer Lesezeichenleiste im Browser. Wenn ihr den Vorgang zum ersten Mal startet, werdet ihr noch nach eurer HRZ-Kennung und dem Netzpasswort gefragt. Gebt diese in die entsprechenden Felder ein und klickt auf Login. Die Seite wird neu geladen und der Artikel oder das E-Book stehen euch als Volltext zur Verfügung. Noch einmal der wichtige Hinweis: Die UB muss das E-Book oder den Artikel auch lizenziert haben, um den Volltext überhaupt anzeigen zu können. Wenn der Volltextzugriff einmal nicht funktioniert, schaut bitte sicherheitshalber in Just Find, ob der Zugriff über andere Plattformen als die Verlagsplattform besteht. Weitere Informationen, die FAQ und eine detaillierte Anleitung zur Installation des EasyProxy Bookmarklets findet ihr auf unseren Webseiten und in der Videobeschreibung.